Wer hatte sich denn jetzt noch gemeldet? Okay. Ja, ich sehe bei Simon keinen. Dann gucke ich nochmal kurz auf die Liste. Vor Simon war Alexander Spieß, der war gerade, dann ist jetzt Simon Kowalewski dran. Bitte schön. Ja, sehr schön. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist tatsächlich dieser gemeinsame Antrag nicht nur schwierig, das hatte Olli ja schon klargestellt und entsprechende Vorschläge eingearbeitet, sondern eben auch gefährlich, weil es eben tatsächlich den Menschen, die sich selber als Mittel verorten und halt einfach sich da instrumentalisieren lassen, eigentlich eine Rechtfertigung gibt. Und das finde ich eine sehr schwierige Sache. Der Antrag, den du vorgelesen hattest, Martin, finde ich sehr gut. Und ich finde, wir sollten den als eigenen Antrag einbringen und möglicherweise sogar auch zu unserer Priorität machen, weil dadurch könnten wir dann vielleicht wirklich zu einer Diskussion kommen über den Konsensantrag und den einfach nicht auch so völlig unwidersprochen hier von der Mehrheit annehmen lassen. Wir können natürlich den Antrag dann trotzdem annehmen, weil er natürlich besser ist als keinen gemeinsamen Antrag irgendwie zu verabschieden, aber zumindest die Diskussion sollten wir dadurch ermöglichen. Vielen Dank. Dann ist Gerwald jetzt dran. Also hinsichtlich des Antrags, was Simon sagt, also wirklich unseren eigenen Antrag stellen. Ich möchte auch sagen, dass diese Demonstration nur ein Teil der Gesamtheit, die jetzt in diesem Zusammenhang stattfindet. Also es wird auch gegen Moscheen und Synagogen Angriffe gefahren. Es werden Menschen, die den entsprechenden Religionen angehören, persönlich angegriffen. Es werden entsprechende Gedenkstätten und Steine geschändet. Das ist also ein viel größerer Komplex. Und da müssen wir wirklich unsere 8%, die wir in der Zivilgesellschaft darstellen, auch ein klares Statement einfordern und auch. Die Frage ist natürlich klar, wird der regierende Bürgermeister Michael Müller in Zukunft pünktlich sein? Wir waren eben ein bisschen, wir haben ein bisschen länger diskutiert in der CDU-Fraktion. Ja, das ist auch genau ein interessantes Statement. Ja. Ja, genau, in der Opposition wird das alles viel entspannter. Ja, ich hoffe, Sie haben trotzdem eine halbe Stunde, weil Sie können sich vorstellen, dass wir zumindest alle irgendwie eine Frage stellen wollen. Deswegen steckt da auch der Zettel und der Stift. Der Modus ist... Genau, der Modus, wie wir uns gedacht haben, ist, dass wir versuchen, alle kurz und bündig unsere Themen und Fragen zu stellen und Ihnen dann die Möglichkeit geben, darauf genauso kurz und bündig und zusammenhängend zu antworten, wenn das okay ist. Vielen Dank. Ich fange mal an. Sie können sich vorstellen, was so meine erste Frage ist. Am 12. Dezember werden Sie wahrscheinlich ja als regierender Bürgermeister auch Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft werden. Wenn das nicht so ist, dann können Sie das jetzt klarstellen. Die Frage allerdings ist ja ganz klar. Es ist ja nicht zu erwarten, dass Hartmut Medon das, was wir zumindest als Oppositionsfraktion von ihm erwarten, nämlich einen Wirtschaftsplan und einen Terminplan für den BER vorzulegen, machen wird in der Klausur. Die Frage ist, wie gehen Sie damit um, beziehungsweise wie wird der zukünftige Müller-Senat damit umgehen, wenn das nicht passiert? Das betrifft ja auch den Haushalt auf die Jahre nach der Fertigstellung möglicherweise des Flughafens. Und die zweite Frage geht an den zukünftigen Finanzsenator. Es gibt derzeit eine große Diskussion um die frei werdenden BAföG-Mittel. Dem ehemaligen Finanzsenator gibt es ja innerhalb des Senats, wie man hört, einen Streit zwischen der Bildungssenatorin und Herrn Nussbaum über die Höhe der frei werdenden Mittel. Sind Sie in der Lage, dazu schon was zu sagen? Die Frage ist ja, sind es 69 oder 85 Millionen, die 2015 frei werden und wie sollen die Ihrer Meinung nach verwendet werden? Ich würde jetzt alle, die sich gemeldet haben, der Reihe nach dran nehmen. Das sind auch alle. Wie viel Spaß. Herr Alberg sitzt hier im Hauptausschuss öfter. Dann bitteschön, Alexander. Ja, also eine Frage an beide. Betrifft also so etwas wie Rekommunalisierung.
also in der Vergangenheit wurden ja vor allem sehr viele Wohnungen verkauft und privatisiert. Also wir hatten ja gerade den Fall vom Hansaufer 5, also einem ehemaligen Seniorenwohnheim, das eben vom Bezirk verkauft worden ist, einem privaten Investor, und dann sollten die Senioren eben quasi herausgedrängt werden. Das hat sich jetzt etwas bestätigt, sagen wir mal, verbessert die Situation, wenn auch nicht geklärt. Also beim Seniorenparlament hatten wir darüber diskutiert und Herr Müller hat jedenfalls so die Bereitschaft erkennen lassen, auch Zukunftsmittel für eine Rekommunalisierung solcher Wohnungen oder zur Verfügung zu stellen, wenn das möglich ist. Wie sehen Sie beide das? Pavel? Ja, meine erste Frage geht an Sie, Herr Müller, nämlich ist die Frage, ob Sie einen Zeitplan haben, bis wann Sie über die Zukunft des ICC entscheiden wollen, einfach vor dem Hintergrund, dass Bauen teurer wird, während sich gleichzeitig der bauliche Zustand natürlich verschlechtert und gleichzeitig Leerstandskosten sich aufsummieren. Also insofern ist es natürlich ein heißes Eisen, da wäre sehr interessant, haben Sie sich da schon sozusagen eine Deadline gesetzt, bis wann das Problem vom Tisch soll. Und die Frage an den designierten Finanzsenator. Ich weiß nicht, inwieweit Sie sich schon in der Lage waren, ein Bild von der Lage der landeseigenen Unternehmen zu machen. Die ist ja bis auf, ich sag mal, zwei Ausreißer eigentlich ganz gut. Problem ist aber aus unserer Sicht, dass das Beteiligungskontrolling allerdings nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Beispielsweise ist die Entwicklung des Wertes von Landesbeteiligung nicht wirklich transparent und nachvollziehbar, also so wie da dort bilanziert wird. Stille Reserven und so werden nicht regelmäßig offengelegt. Es ist also tatsächlich eigentlich unklar, wirklich, wie dort gewirtschaftet wird. Und die Frage wäre jetzt, wie offen Sie gegenüber einer grundlegenden Modernisierung von Beteiligungsstrukturen sind oder zumindest über die Debatte darüber. Entschuldigung. Eine konkrete Frage können Sie dann entscheiden, wer die beantworten soll. Und zwar nach einem Vorhaben des Senats, das jetzt schon seit einiger Zeit auf Eis liegt, und zwar der Vorlage eines Berliner E-Government-Gesetzes. Insbesondere, da das dem Vernehmen ja bislang am Finanzressort auch gehangen haben soll, dass es da nicht vorangeht. Ist das etwas, was nach der Neubildung des Senats mit Priorität vorangebracht werden soll, damit wir es dann auch im nächsten Jahr beraten können? Ja, einmal eine Frage an den künftigen regierenden Bürgermeister, also den designierten künftigen regierenden Bürgermeister Müller. Ich bin gerade gestern wieder in Marzahn gewesen und musste damit ansehen, wie 950 in so einer Mischung aus organisierten Nazis und grundsätzlich rassistischen Bürgerinnen und Bürgern gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft demonstriert haben. Da wird offensichtlich ein rassistisches Potenzial in der Stadt offenbar, das sich bisher nicht so mobilisieren lässt. Was gedenken Sie als Regierender dagegen zu tun, dass sich diese Entwicklung fortsetzt? Denn bisher sind die Teilnehmerquoten bzw. die Teilnehmerzahlen bei diesen Veranstaltungen leider sehr rapide steigend. Und eine Frage an unseren neuen Finanzsenator, den werdenden. Das ist ja auch mein anderes Themenfeld, beziehungsweise das bisherige Themenfeld des künftigen Regierenden. Es gab ja offensichtlich, also zumindest ist das in der Presse mehrfach so kolportiert worden, verschiedene Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Stadtentwicklungssenator und dem bisherigen Finanzsenator. Soll es wohl gegeben haben, der hat wohl nicht genug Geld für den sozialen Wohnungsbau rausgerückt. Wie ist da das Verhältnis zwischen Ihnen? Wie viel mehr Geld gibt es jetzt für den sozialen Wohnungsbau? Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an beide im Prinzip. Welche drei konkreten Projekte werden Sie als erstes anpacken und wann werden wir da mit ersten Ergebnissen rechnen können? Und dann noch eine
Spezialfrage für den Finanzsenator, den zukünftigen. Haben Sie schon, beziehungsweise welchen Plan haben Sie für die Verhandlungen für den Länderfinanzausgleich? Haben Sie sich da schon sozusagen etwas zurechtgelegt und was steht da für Sie im Vordergrund? Hallo Herr Müller, da Sie ja zukünftig auch Kultursenator werden, würden wir ganz gerne wissen, was Sie außer der Kontinuität und der Fortsetzung von Herrn Wowereits gute Arbeit, wie zu lesen war, kulturpolitisch erreichen möchten. Gibt es Projekte, die Sie konkret anpacken möchten, neue Ziele, konkrete Maßnahmen, zum Beispiel den Ausstieg aus der Finanzierung beim Humboldt-Forum oder dem Stadtschloss, und wird sich davon etwas haushaltspolitisch niederschlagen, womit wir dann im nächsten Doppelhaushalt rechnen können? Das wäre meine eine Frage als kulturpolitischer Sprecher, die andere Frage als umweltpolitischer Sprecher. Welchen Stellenwert werden Sie der Umweltpolitik und den Themen Biodiversität, Klimaneutralität und Naturschutz einräumen, insbesondere bei der Schaffung neuen Wohnraums? Wie lösen Sie den Konflikt zwischen dem wichtigen Erhalt von Freiflächen und neu zu schaffenden Baufeldern? Ja, lieber Herr Müller, lieber Herr Kollatz-Ahn, ich muss noch mal vorstellen, bevor ich frage, dass ich ja der Erste war, der öffentlich gesagt habe, dass Herr Müller der geeignetste Kandidat ist. Ich fühle mich also darin bestätigt in meinem Urteil. Aber die erste Frage an Herrn Müller, ich habe das schon Herrn Saleh gesagt, aber der hört ja leider nicht auf mich. Was machen Sie denn als regierender Bürgermeister, damit sich die SPD innenpolitisch nicht von der CDU die Butter vom Brot wegnehmen lässt, weil ich habe das Gefühl, dass es dort in Ihrer Fraktion nachdem jetzt Herr Klein-Eidam leider verstorben ist vor 2 Jahren, es da so ein gewisses Vakuum gibt und oft die SPD innenpolitisch da nicht so gegenhält, wie sie in meinen Augen sollte. Und da wäre also, wie gesagt, meine Frage, ich meine, dass Sie sich mit dem Herrn Henkel öffentlich auseinandersetzen können, haben Sie in den letzten Tagen ja bewiesen. Und jetzt wäre die Frage, was machen Sie konkret in der Innenpolitik? Und die Frage an den zukünftigen Finanzsenator an der Stelle wäre auch, ob Sie sich zum Beispiel vorstellen könnten, in Bezug auf die nächsten Haushaltsverhandlungen, dass man sagt, okay, wir stellen jedes Jahr zusätzlich 100 neue Schutzpolizisten ein, die also an der Basis quasi dann auf die entsprechenden Abschnitte verteilt werden. Gleichzeitig lässt sich die Polizei aber von außen mal durchleuchten in Bezug auf Arbeitsabläufe, Familienfreundlichkeit, Diversity, wie das alles heißt. Also klassischerweise macht das ja so eine Beratung. Und dass die Sachen, die dann dort gefunden werden, auch tatsächlich umgesetzt werden. Weil was ganz interessant ist, es steht ja immer die Forderung im Raum mehr Personal. Aber wir erleben ja gerade bei den eingestellten Lehrerinnen und Lehrern, dass man, wenn man nichts an den Arbeitsstrukturen verändert, der Krankenstand und die Ausfallquote ungefähr genauso groß bleibt wie vorher. Ja, also Frage mehr Kräfte, aber gleichzeitig auch Umstrukturierung durch Blick von außen und Innenpolitik der SPD. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich habe eine Frage an Herrn Müller. Das betrifft die Senatstransparenz. Wir diskutieren da ja schon einige Zeit drüber. Es gibt jetzt dieses tolle quasi Datenportal. Das würde sich wunderbar eignen, um die Vorlagen für die Beschlüsse, die dann dort gefasst werden, zumindest auch direkt online zu stellen, also nach den Senatssitzungen. Es gibt auch einige Leute in ihren eigenen Reihen, die das gerne machen würden. Es gibt andere, die das blockieren. Würden Sie sich dafür aussprechen, dass man dieses Portal dann endlich nutzt, damit zumindest die Vorlagen der Beschlüsse, die dann auch gefasst werden, also positiv gefasst werden, endlich online gestellt werden, man dann zumindest mal nicht nur über Pressemeldungen, die dann mal geschickt werden und mal nicht geschickt werden, nachlesen kann, was da eigentlich konkret passiert ist in dieser Sitzung und was der Senat eigentlich so beschließt. Das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Zweite Frage. Ich bin mir jetzt unsicher, an wen das besser geht. Ich glaube eher an Herrn Müller. Herr Kollatz-Ahn ist da vielleicht noch ein bisschen
Ja, aber vielleicht fühlen Sie sich auch angesprochen. Letztendlich geht es mir um die aktuelle Situation und die diese sogenannten Vetternwirtschaftsvorwürfe, die wir jetzt mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales haben. Ist ja bekannt, dass das Landesamt von den verschiedenen Berliner Behörden tatsächlich eben auch von der Struktur her deutlich korruptionsanfälliger ist als andere Behörden. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr um konkrete Verfehlungen und dass wir eigentlich auch mehr Mittel brauchen für die Unterbringung der Flüchtlinge, sind wir auch mittlerweile ja auch so ziemlich einer Meinung. Mir geht es darum, wollen Sie sich dafür einsetzen, dass die Struktur des Landesamts verändert wird und auch wenn es sozusagen jetzt im CDU-Bereich liegt, perspektivisch irgendwann die Verwendung der Mittel dort besser kontrolliert werden kann und eben auch effektiver eingesetzt wird, dass zum Beispiel die Verträge dort eben auch ausgeschrieben werden und so weiter und so fort. Ja, guten Tag, Herr Müller, guten Tag, Herr Kollatz. Von mir die folgenden zwei Fragen. Warum werden die Berliner Wasserbetriebe als GmbH aufgestellt und nicht wieder als landeseigener Betrieb? Und generell, welche Meinung haben Sie zu Public-Private-Verträgen und den ganzen Kontext, der da zusammenhängt? Die Frage richtig an beide Vertreter. Ja, ich würde dann erstmal auch von mir herzlich willkommen die Frage von meinem Kollegen Magalski noch ein bisschen konkretisieren als ehemaliger oder bald ehemaliger Stadtentwicklungssenator. Ist es ja bestimmt auch Ihnen ein Anliegen, dass das Kulturforum ein bisschen auf die Füße kommt und nicht mehr dieses Urban Wasteland ist, was es momentan ist. Und was jetzt als Kultursenator, den Posten haben Sie ja jetzt da geerbt, was werden Sie denn da jetzt machen, vielleicht auch über diese Legislaturperiode hinaus, dass man da vielleicht von einem wirklich gut genutzten kulturellen Umfeld reden kann, was einlädt, da zu verweilen. Und die zweite Frage, wir haben ja erlebt, dass in der Großen Koalition der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Betriebe, an denen das Land beteiligt ist, gefallen ist, von 42,1% auf 37,1% von 2010 auf 2012. Was natürlich immer daran liegt, dass da so furchtbar viele Senatsmitglieder drin sitzen in den Aufsichtsräten. Und jetzt gerade sind ja zwei Senatsposten sozusagen frei geworden und da haben Sie sich jetzt nicht dafür entschieden, vielleicht da sowohl die Frauenquote im Senat selbst als auch in den Aufsichtsräten der Betriebe zu erhöhen. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was da der Beweggrund war. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und zum Abschluss dann meine Fragen. Meine erste Frage geht an Herrn Müller als ehemaliger Stadtentwicklungssenator. War ja ein wichtiges Betätigungsgebiet in Ihrer Amtszeit. Die Bebauungsplanung am Tempelhofer Feld, die ja nun für Sie wahrscheinlich sehr ärgerlich geplatzt ist. Und deswegen frage ich, wie Sie denn in Zukunft die Bürgerbeteiligung so gestalten möchten in Berlin, ja vielleicht auch in einem größeren Umfeld und als regierender Bürgermeister, sodass solche Fehlgriffe oder solche Schwierigkeiten nicht in Zukunft wieder auftreten, sondern dass man als Bürger dann auch die Möglichkeit hat, in die Stadtentwicklungskonzepte der oder in die Entwicklung der Stadt einzugreifen. Und an den zukünftigen Finanzsenator hätte ich dann vielleicht auch noch die Frage, wir haben ja auch ein größeres Problem in Berlin mit der Arbeitsfähigkeit der Bezirke, die langsam kaputt gespart werden. Und ich würde fragen, ob Sie da schon eine Strategie bzw. Vorstellungen haben, wie Sie die Arbeitsfähigkeit in den Bezirken wieder verbessern und fördern können, sodass es dort auch weitergehen kann. Dankeschön. So, das war jetzt ein Fragenmarathon. Ich habe auf die Uhr geguckt, wir haben 20 angefangen, das heißt, bis 50 haben Sie Zeit. Mindestens, Sie können gerne länger machen, bitteschön.
Ja, puh, ist eine ganze Menge dabei. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Herr Baum hat, glaube ich, die drei Schwerpunkte oder was wird als erstes angepackt, deswegen nehme ich das mal als Überschrift. Es bleibt bei den Dingen, die mir auch in den letzten Jahren wichtig waren, die ich auch teilweise mitnehmen will ins Rote Rathaus, also mitnehmen jetzt nicht in einer formalen Zuständigkeit, aber das ist dieses Thema Wohnung, Wohnungsbau, Schaffung von Arbeitsplätzen und eine leistungsfähige Verwaltung zu organisieren und sicherstellen. Das sind drei Themenfelder, die mir besonders wichtig sind. Ich weiß, wie kritisch das alles diskutiert wird in Bezug auf Infrastrukturschaffung, Investitionen, was es dazu für Auseinandersetzungen in der Stadt gibt. Ich komme immer wieder zu dem Schluss, ob man es gut findet oder nicht. Wir brauchen zusätzliche Bauaktivitäten und zusätzlichen Wohnungsbau. Dann kann man sich darüber unterhalten, in welcher Form und wo und wie viel. Aber das muss ein Schwerpunkt sein. Die Leute kommen und sie haben auch ein Anrecht darauf, gut und auch günstig in der Innenstadt zu wohnen. Eins der ganz wichtigen Themen. Arbeitsplätze schaffen auch bei 200.000 Arbeitslosen in der Stadt, bei einer schwierigen sozialen Situation. Viele Menschen, die Arbeit haben können, davon nicht leben. Das heißt, dass wir im Bereich der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik einiges zu tun haben. Allein wenn man an die 10% Jugendarbeitslosigkeit denkt, ist klar, dass was zu tun ist. Die Leute haben einfach es schwer, überhaupt Fuß zu fassen. Und die ganzen Aktivitäten, die es ja gibt, der Arbeitsverwaltung oder auch des regierenden Bürgermeisters jetzt schon, müssen verstärkt werden. Wir müssen nach wie vor um jeden Arbeitsplatz kämpfen im Bereich der Zukunftstechnologien unserer herausragenden Orte, ob Adlershof oder Cleantech Park oder auch Perspektive Stegel, TU Campus, glaube ich, ist auch noch eine Menge möglich. Verwaltung, das ist eine Schnittstelle, aber Herr Kollatz-Ahn wird dazu auch noch mal was sagen. Da sind wir übers Ziel hinausgeschossen, schlichtweg. Ich finde es richtig, einen Konsolidierungskurs weiterzufahren. Das war auch nötig für Berlin. Wir hatten 200.000 Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung. Das brauchte man so nicht, das war zu viel. Es war richtig, die Finanzen auch in diesem Verwaltungsbereich zu konsolidieren. Wo wir übers Ziel hinausgeschossen sind, ist, dass wir Ausbildung zurückgefahren haben. Wir haben Laufbahnen geschlossen, wir haben Fachkräfte nicht mehr selbst ausgebildet, wir haben Auszubildende nicht übernommen. Ein Riesenfehler. Weil uns jetzt die Leute alle fehlen. Da sind wir auch nicht konkurrenzfähig. Die können auch zum Bund gehen, die können auch zu Privaten gehen. Wenn wir junge Leute brauchen, qualifiziertes Personal, und sie überhaupt erstmal interessieren wollen für Berliner Verwaltung, müssen wir wieder verstärkt selbst ausbilden, unsere technischen Laufbahnen öffnen und ihnen auch eine Übernahmegarantie geben. Ein ganz wichtiger Punkt, diese Qualifizierung der Verwaltung, also Dreiklang, der mir da sehr wichtig ist. Herr Delius hat nach meinem Lieblingsthema gefragt, Flughafen. Ach, neuerdings. Ja, das ist ja... Da gibt ja schöne Dinge, die man dann da auch hat. Aber trotzdem, da können Sie sicher sein, es gibt ja kaum jemanden, der sich um diese Aufgabe wahrscheinlich reißt im Land Berlin. Aber es gehört eben mit dazu. Es ist leider so, dass bei den drei Gesellschaftern es dann unterschiedlich ausgeprägtes Verhältnis gibt zu diesem Flughafen. Aber es ist ein gemeinsames Projekt. Und ich finde es absurd, wenn die Politik bestellt und bezahlt mit öffentlichem Geld, 5 Milliarden sind es ja jetzt ungefähr, die da bezahlt werden, wenn wir einen Flughafen bestellen, dass wir dann nicht auch in den Aufsichtsrat gehen und Verantwortung übernehmen. Ich finde, es gehört zwingend dazu. Auch wenn ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und von heute auf morgen alles besser oder anders kann. Aber die Verantwortung mit übernehmen gehört für mich dazu. Das muss nicht der Aufsichtsratsvorsitz sein. Ich glaube, sowohl da kann in Abstimmung mit den beiden anderen Gesellschaftern es auch eine andere Lösung, eine externe geben, wie vor allen Dingen in den Arbeitsausschüssen des Flughafens. Mir erschließt sich überhaupt nicht, warum die Aufsichtsratsmitglieder nochmal gemeinsam in bestimmte Investitions- und Arbeitsausschüsse gehen und da wieder nur untereinander sitzen, ohne dass mal externe Kompetenz dazu kommt. Dann kann ich doch gleich in dem Gremium bleiben. Die bleiben immer unter sich. Also auch so eine Struktur mal zu verändern und die Ausschussbesetzung anders vorzunehmen, damit man wirklich mal eine andere Meinung mit reinbekommt, eine andere finanz- und baupolitische Kompetenz, das wäre mir wichtig. Ich hoffe und denke auch, die anderen beiden Gesellschafter werden da auch mitziehen, dass wir da zu einer Veränderung kommen. Was den Terminplan jetzt anbelangt oder das Agieren der Geschäftsführung, natürlich ist es zwingend, dass die Fragen hier des Wirtschaftsplans, des Terminsplans auch vorgelegt werden von der Geschäftsführung, aber da bitte ich um Verständnis, es wird meine erste Sitzung sein am 12.12. In welcher Tiefe da was vorgelegt werden muss oder kann ich schlichtweg im Moment nicht beurteilen.
Hansaufer, Beamer, Wohnung hat eine Rolle gespielt. Es bleibt dabei. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stehen zur Verfügung für eine Kommunalisierung von Wohnungen. Hansaufer ist ja etwas, Sie haben es ja selbst richtig dargestellt, vom Bezirk verkauft an einen Privaten. Wir würden gerne kaufen, wenn der Private uns verkauft. Das kann ich nicht erzwingen. Ich habe es aber nochmal auch schriftlich, auch den der Hausgemeinschaft da vom Hansaufer auch nochmal mitgeteilt, dass wir zur Verfügung stehen. Genauso wie bei der Beamer, wo wir schon in konkreten Gesprächen sind. Ich glaube, die Gesobau hat jetzt gerade in diesen Tagen ein erstes kleines Paket, 90 Wohnungen oder so, von der Beamer übernehmen können. Unsere städtischen Gesellschaften, und da gibt es auch keine Differenz mit der Finanzverwaltung, stehen zur Verfügung, um Wohnungsbestände zu übernehmen. Ganz besonders die von der Beamer wären mir wichtig, diese 4.500 Wohnungen, die wir auch gerne als Paket übernehmen würden. Wie gesagt, wir sind da in konkreten Gesprächen und wollen das auch gerne fortführen. Sozialer Wohnungsbau, wie viel Geld wird zur Verfügung stehen? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Natürlich, wenn wir aus den 320 Millionen Wohnungsbaufonds, ich sage jetzt irgendwas, 450 machen können bei den nächsten Haushaltsberatungen, freue ich mich. Weil diese Wohnungsbauförderung wird dazu führen, dass wir bei der Mietenbildung nach unten kommen und noch mehr Wohnungen so praktisch subventionieren können für soziale Mieten. Beinahe noch wichtiger ist mir wirklich die Frage des sozialen Wohnungsbaus. Bei den vorhandenen Sozialwohnungen, diese absurde Situation muss beendet werden, dass die teurer sind als die privaten Wohnungen. Das heißt, wir brauchen jenseits der Großsiedlung, wo wir ja schon eine Verabredung haben, jenseits der Großsiedlung brauchen wir auch für die anderen 100.000 Wohnungen, oder? Ist das so ungefähr? Ich glaube 100.000 Wohnungen. Brauchen wir irgendeine Form von Kappungsgrenze, von Übernahme auch durch städtische Gesellschaften, welche Instrumente auch immer da zur Verfügung stehen. Das ist richtig teuer. Das kostet richtig viel Geld, aber das ist mir neben der direkten Wohnungsbauförderung ein zweiter wichtiger Bereich, wo viel Geld reinfließt und wo ich hoffe, dass wir da in den Haushaltsberatungen natürlich Herr Geisel vor allen Dingen auch dann in Abstimmung mit dem Finanzsenator auch vorankommt. Ich will in dem Zusammenhang dann auch gleich was sagen zum Thema PPP, weil man da aufpassen muss. Ich glaube, beim Wohnungsneubau brauchen wir auch privates Engagement. Das, was wir benötigen, rund 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, bei dem Bevölkerungsanstieg werden wir nicht alleine über Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften machen. Privates Engagement gehört dazu. Deswegen wollen wir ja auch über städtebauliche Verträge einiges den Privaten abverlangen, damit eben nicht nur Eigentum oder nur hochwertige Mietwohnungen gebaut werden, sondern durchaus auch mit gedeckelten Mieten oder barrierefreies Wohnen oder dass die Privaten sich beteiligen am Kita- und Schulbau in dem Quartier und, und. Das wollen wir ja alles mit sicherstellen. Das ist das eine. Das andere ist PPP als Finanzierungs- oder Verschuldungsinstrument. Das sehe ich sehr kritisch, denn das war es zumindest in der zurückliegenden Zeit ganz oft. Die Länder, wir waren ja nicht die Einzigen in Berlin, ihr kennt das ja aus den 90er Jahren, die Länder wollten sich etwas leisten, konnten es sich nicht leisten aufgrund der Haushaltslage und haben dann PP-Modelle angefangen. Das ist nichts anderes als ein Verschuldungs- oder Finanzierungsmodell. Man leistet sich etwas, was man sich selbst nicht leisten kann, über einen Privaten. Und das ist ein Fehlverhalten, ein Irrweg, der beendet werden musste und den ich auf keinen Fall auch wieder aufgreifen will. PP kann man machen, wenn man sich eine Sache ohnehin leisten kann. Ich habe Geld zur Verfügung für eine Schule und entscheide, wie setze ich das jetzt am besten ein? Mache ich es mit einem Privaten, mache ich es alleine, mache ich es in einer Kooperation? Dann kann man darüber reden. Aber nur als Verschuldungsinstrument und dann in eine Abhängigkeit geraten, privaten Renditeinteressen gegenüber, halte ich für einen Irrweg. Haben wir auch in dieser Koalition jetzt nicht wieder angefangen, dürfen wir auch nicht wieder anfangen. Das ist meine feste Überzeugung, dass das keine ehrliche Finanzpolitik ist an der Stelle. So, jetzt muss ich hier ein bisschen springen, jetzt wird es ein bisschen bunter. ICC. Also da ist es ja nun so, dass die Wirtschaftsverwaltung jetzt auch nochmal in der Pflicht ist, mit diesem Einzelhandelsgutachten zu unterlegen, wie das, was diese eine Unternehmensberatung da irgendwie erarbeitet hat, Überraschung, Überraschung, dass man im ICC Shopping machen kann, was das für Auswirkungen hätte, wenn man denn das macht. Ich sage Ihnen, dass ich mir das durchaus offen angucke, was da erarbeitet wird.
dass ich aber auch die Messe aus ihrer Pflicht nicht rauslassen will, sich über Messekapazitäten mal ernsthaft auseinanderzusetzen. Ich freue mich wirtschaftspolitisch sehr darüber, dass unsere Messe so boomt und dass ständig neue Flächen gebraucht werden. Deswegen haben wir einen Citycube gebaut. Deswegen gibt es Kooperationen mit Hoteliers zum Beispiel, wo man dann Messen anmietet, Flächen anbietet. Oder mit Tempelhof-Projekt, wo man mal in einen Hangar geht für eine Messe. Finde ich alles gut. Was nicht geht, ist immer wieder neue Flächen zu brauchen und gleichzeitig 60.000 Quadratmeter zu haben, die man abschließt und den Schlüssel wegschmeißt. Das geht nicht beim ICC. So, deswegen erwarte ich, auch wenn möglicherweise Shopping eine Rolle spielt beim ICC oder Hotel eine Rolle spielt, wenn es also Mischnutzung gibt, warum nicht in so einem riesigen Gebäude wie dem ICC, dass auch Messekapazitäten erhalten werden und mitgedacht werden. Nicht das eine vernichten an Messe- und Kongressflächen und gleichzeitig dann aber mit der Forderung kommen, wir brauchen einen zweiten Citycube oder irgend sowas. So, also insofern, ich will das Gutachten mir wirklich in aller Ruhe ansehen. Das soll ja im März oder so, glaube ich, auch kommen und dann werden wir sehen. Das ICC wird im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen ja ohnehin eine Rolle spielen müssen. Egal in welcher Variante werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden müssen für das ICC. Wir haben dann die Frauenquote, habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Also, ich habe ja was gemacht. Ein Mann als Senatssprecher geht raus, also bei meinen Staatssekretären, bei meinen zukünftigen Staatssekretären, eine Frau wird Sprecherin. Ansonsten werde ich da nichts verändern weiter an dieser Situation bei den Staatssekretären. Bei den Aufsichtsräten sind wir gar nicht so schlecht und auch übrigens nicht bei den Geschäftsführungen der landeseigenen Gesellschaften. Überall da, wo ein Mann rausgegangen ist, ist eine Frau gekommen. Bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wenn Sie sich das angucken, bei den 6 Gesellschaften, Männer sind ausgeschieden, Frauen sind gekommen, auch bei den Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie? Oh. Ja, ist richtig. Bei der Messe haben wir Mann und Frau. Wir haben bei den Wohnungsbaugesellschaften überall Mann und Frau. Da, wo ein Mann rausgegangen ist, ist eine Frau dazugekommen, ist Mann und Frau. Es ist so. Wir haben bei der BSR Frau gegangen, Frau gekommen. Also ich glaube, wir haben da wirklich bei den landeseigenen Beteiligungen eine Menge gemacht, Aufsichtsräte und Geschäftsführung, Senat. Ja, stimmt, kann man immer auch noch mehr machen, aber ich glaube, auch da ein vernünftiger Weg eingeschlagen. Kulturforum und Humboldt-Forum. Kulturforum bin ich froh, dass zumindest wieder mal die ersten Schritte genommen wurden, um endlich eine Platzsituation zu schaffen. Ich bin ein Freund eines zusätzlichen Baus vorne an der Straße. Was ist das? Potsdamer Straße, ne? Chaussee? Straße. Straße. Potsdamer Straße, um dann endlich mal mit diesem Ergänzungsbau eine Platzsituation, ein echtes Kulturforum zu schaffen. Müssen wir sehen, ob das bei diesen schwierigen Grundstücksverhältnissen, die wir da haben, auch möglich ist. Humboldt-Forum sehe ich anders, als es sich zumindest in Ihrer Frage angehört hat. Ich möchte da, sagen wir mal so, ich hätte mir vorstellen können, dass das Land aussteigt zu einem früheren Zeitpunkt, wenn der Bund das auch uns entsprechend angeboten hätte. Dass wir aktiv jetzt aussteigen, obwohl alle anderen Partner an dieser Konzeption festhalten, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bedauere das auch etwas, dass in Berlin nicht so richtig der Funke überspringt zum Humboldt-Forum, weil ich es schon spektakulär finde. Wir bauen ja kein Schloss für irgendeinen König. Wir bauen da ein Diskussionsforum, wo wir die Welt einladen, in unsere Stadt zu kommen. Und das kann ein richtig gutes Ding werden. Wenn wir das ergänzen, nicht nur mit den Sammlungen, mit den Ausstellungen, sondern wenn wir das inhaltlich, das hat ja einen Grund, warum es Humboldt-Forum heißt, wenn wir das inhaltlich ausfüllen, mit Kultur, mit wissenschaftlichem Anspruch, als Diskussionsforum, glaube ich, wäre das spektakulär, würde ich gerne jedenfalls dran festhalten. Dann haben wir E-Government, Digitalisierung hatte eben auch bei der CDU eine Rolle gespielt, dieses Online-Portal. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bitte da auch um Verständnis, die Senatsmitglieder müssen ja zumindest die Chance haben, auch mal eine Sache intern beraten zu können, bevor sie sofort öffentlich wird. Ich hatte Sie so verstanden, wenn sie dann beschlossen ist, warum geht man damit nicht transparent um? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist, glaube ich, auch kein, also auch mit Björn Böning wird man dann eine Menge verabreden können, um da endlich voranzukommen bei der Digitalisierung, wird aber auch mit dem Generationenwechsel innerhalb der Verwaltung und dieser Qualifizierung, die ich eben angesprochen habe, auch kompatibel sein müssen. Geht aber auch ums Gesetz. Ja. E-Government-Gesetz. Ja. Wann das kommt. Das weiß ich, aber das kann ich Ihnen sagen. Weiß ich nicht. Habe ich schlichtweg im Moment nicht drauf, wie da die Zeitabläufe sind. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass Sie dieses Gesetzesvorhaben meinen.
So, bei den Flüchtlingsfragen, auch da nochmal, ich glaube, wir müssen da parteiübergreifend als Berliner Politiker uns auch gemeinsam engagieren. Ich war in der letzten Woche in zwei, drei Situationen, meine SPD, wo die mir auch gesagt haben, also sie stehen, sie sind an den Infoständen und engagieren sich dafür, Akzeptanz für Flüchtlingsunterkünfte im Kiez, und auf der anderen Straßenseite steht ein Bürgerverein, wo die Hälfte des Bürgervereins aus NPD-Leuten besteht, die natürlich eine bestimmte Stimmung schaffen. So, und ich finde, wir müssen da gemeinsam gegenhalten und gemeinsam für eine Offenheit sorgen. Wir sind eine reiche Stadt und ein reiches Land. Und hier kommen Menschen her, die alles verloren haben, die alles verloren haben, die verfolgt werden, wo Leib und Leben wirklich in Gefahr sind. Und es ist unsere Aufgabe, für eine menschenwürdige Unterkunft zu sorgen. Ich kann nicht von heute auf morgen die entsprechenden Häuser versprechen. Das muss gebaut werden, diese Infrastruktur, das muss in Ordnung gebracht werden. Diese mobilen Unterkünfte, Container, wie auch immer man sie nennt, sind eine erste vernünftige Möglichkeit. Dem einhergehen muss aber eine Beschulung, eine Gesundheitsversorgung, muss eine mögliche Qualifizierung für die Leute, dass auch eine Aufgabe vor Ort organisiert wird. Es hat keinen Sinn zu sagen, dort könnt ihr wohnen, und dann überlässt man die Menschen 24 Stunden sich selbst. Da muss eine Betreuung, eine Ansprache, wie gesagt, vielleicht die ersten Schritte in eine berufliche Qualifizierung erfolgen, neben Beschulung und Gesundheit. Das, finde ich, ist das, was wir zu leisten haben, natürlich als erstes als Koalition, aber wo wir uns auch nicht auseinander dividieren lassen sollten, diesen anderen Truppen gegenüber, die mit ihren Parolen versuchen, eben hier eine Stimmung zu schaffen gegen Flüchtlinge, gegen eine entsprechende Unterbringung. Was habe ich noch? Bürgerbeteiligung, Tempelhofer Feld. Ja, stimmt, ich würde immer noch ganz gerne bauen. Es hat wehgetan, dass es da nicht ging. An einem Wochenende sind mal eben 5.000 Wohnungen beerdigt worden. Die 4,5 auf dem Tempelhofer Feld und die 500 Öhnhausen. Das hat Konsequenzen, weil wir brauchen ja trotzdem die Wohnungsversorgung in unserer Stadt. Ich glaube, wir haben auch wieder zugelernt, durch das, was wir jetzt machen mit Tillmannhäuser in diesem Beteiligungsverfahren zum Tempelhofer Feld. Ich habe nicht den Königsweg in dem Partizipationsverfahren, wo ich genau sagen kann, dieses Verfahren ist bei diesem Projekt immer das Richtige und beim anderen Projekt ist dieses Verfahren das Richtige. Wir werden auch viel ausprobieren müssen. Wir werden akzeptieren müssen als Politik, dass wir auch mal vor den Schrubber laufen, dass wir auch mal ein Stoppschild bekommen und nicht entsprechend bauen können. Umgekehrt müssen Bürger aber auch akzeptieren, dass Politik mal eine Meinung hat. Dass wir auch mal was wollen. Dass wir auch mal sagen, wir finden es richtig, dass da gebaut wird und dass Verwaltung auch mal einen Plan vorlegt. Was soll eigentlich Stadtentwicklungsverwaltung machen? Wir sind dazu da, einen Plan vorzulegen und zu sagen, so könnten Häuser oder eine Bebauung aussehen. Und da müssen wir uns darüber unterhalten, wie gebaut wird. Aber wenn immer das Ob in Frage gestellt wird, das finde ich schwierig. Herr Lauer hat nochmal angesprochen, die Innenpolitik, also es gibt ja da diese Schnittstelle, ich vermute, dass das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt hat zu dem, was ich eben gesagt habe, zur Flüchtlingspolitik. Ich glaube, oder andere konkrete Beispiele hatten Sie ja jetzt auch nicht genannt aus der Innenpolitik, und natürlich der Senat kann nun, Sie haben ja die Situation mit Herrn Klein-Eidam angesprochen, das können wir nun auch in einem Senatskonflikt ja nicht irgendwie aufarbeiten. Aber auch hier beim Oranienplatz, da gibt es eine Gesamtverantwortung auch des Senats und von allen beteiligten Verwaltungen. Und da darf man sich nicht auseinander dividieren lassen. Den Eindruck, den wir da vermittelt haben als Berliner Politik, ist, keiner ist richtig zuständig. Und das nutzen andere. Das nutzen andere eben für ihre Parolen, die genau da reinstechen und sagen, hier entscheidet keiner. Also sagen wir euch mal, was richtig und was falsch ist. Dieses Grundproblem dürfen wir eben nicht wieder zulassen, sondern müssen eine intern, auch im Parlament, das meine ich damit, intern abgestimmte Politik vertreten, wie wir mit solchen Situationen wie auf dem Oranienplatz oder bei den Flüchtlingen oder so umgehen. Letzter Punkt hier ist Lageso gewesen, das ist angesprochen worden. Also da gibt es ja auch nichts drum herum zu reden. Das wird jetzt aufgearbeitet, wie diese Mittelverwendung und die Ausschreibung und Auftragsvergabe war. Wenn es dort Missstände gegeben hat, müssen die Verfahren verändert werden. Gibt überhaupt keinen Grund, da irgendwie zu zögern. Schon jetzt die Ausschussberatungen werden dazu führen,
führen, dass es verwaltungsintern überprüft wird, diese ganzen Verfahren. Und das geht da um zig Millionen Beauftragung. Es muss selbstverständlich, auch wenn wir unter Zeitdruck sind, das sind wir bei diesen Unterkünften, die wir da brauchen, muss es ein vernünftiges Verfahren geben. Das spielt auch im Zusammenhang mit dem Vergabegesetz ja eine Rolle, was Frau Itza vorgelegt hat, wo wir im Moment auch noch nicht mitgezeichnet haben, weil wir mit den Wertgrenzen da große Sorge haben, was das auslöst, wenn man in die eine oder andere Richtung agiert. Also insofern, die Aufarbeitung über die Ausschüsse und das Parlament ist völlig gerechtfertigt und muss dann auch entsprechende Konsequenzen haben, wenn es Missstände gegeben hat. So, Herr Müller hat nur leicht überzogen. Herr Kollatz, bitteschön. Dankeschön. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich jetzt versuche, möglichst kurz zu antworten. Ich fange mal mit dem Thema PPP an. Also wenn man sich das ganz grob so anguckt, werden von den ungefähr 17% am Bruttoinlandsprodukt, die wir an Investitionen in so einem Land wie Deutschland haben, in Berlin sind es übrigens leider nur 13%, kommen vielleicht 2,5% aus der öffentlichen Hand. Das heißt also, das etwa Siebenfache kommt aus dem privaten Raum. Das heißt also, wenn viele Investitionen getätigt werden sollen, und das fängt eben dann bei den modernen Telefonkabeln, Breitbandkabeln oder sonst irgendwie sowas an, erwarten wir auch und müssen wir auch erwarten, dass dort in großem Umfang private Investitionen getätigt werden. Wichtig ist dabei, dass das nicht sozusagen Scheinmodelle sind, bei denen, das hat, glaube ich, Michael Müller versucht anzudeuten, bei denen man irgendwie versucht, sich über einen Haushaltsengpass rumzutricksen und am Ende wird es dann teurer. Sondern richtig macht das nur dann Sinn, wenn man über diese Bereiche A, von vornherein relativ klar spricht, was es denn kostet, und B, dann Entscheidungen darüber hat, wo und wie das Zusammenwirken mit privaten Sinn macht. Und eben bei dem Thema Infrastrukturentwicklung, zum Beispiel Glasfaserverkabelung, spielt es eine Rolle. Bei dem Thema Wohnungsbau spielt das eine Rolle. Es gibt noch jede Masse anderer Bereiche. Es gibt aber auch Bereiche, die können sinnvoll eigentlich nur öffentlich finanziert werden. Und da ist es eben so, dass in der Vergangenheit die PPP-Modelle sich am Ende häufig als teurer herausgestellt haben als ein anderer Weg. Und besonders kunstvoll waren da diese Cross-Border-Leasings. Damit will ich Sie aber jetzt nicht langweilen. Zweite Frage war, ich habe immer den Ratschlag gegeben, davon die Finger wegzulassen. Ich glaube, das war richtig. Die zweite Frage war, was sind die drei konkreten Projekte, mit denen ich starten will? Zum Teil ist das natürlich von außen vorgegeben. Das hängt jetzt davon ab, ob es bis zum 11.12. eine Grundverständigung über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen gibt. Das scheint noch immer ein offenes Thema zu sein. Wenn es die nicht geben sollte bis zum 11.12., wird das sicherlich ein Thema sein, was sowohl Herr Müller wie auch mich dann ziemlich stramm nebenberuflich fordern wird. Hauptberuflich. Also, ja, und insofern, also das wird dann einen wesentlichen Teil unserer Zeit beanspruchen und das ist sicherlich eins der ersten Themen, aber es ist noch immer denkbar, dass bis zum 11.12. es zu einer Verständigung kommt. Das zweite Thema sind die Konzessionen. Da ist sicherlich eins der Themen, mit denen ich mich auch in den ersten Wochen und Monaten beschäftigen muss. Und ich denke mir, unabhängig von dem, was jetzt da an Entscheidungen oder auch Gerichtsurteilen zu erwarten ist, kann man, glaube ich, versuchen, die weiteren Entscheidungen in möglichst hoher Transparenz voranzubringen. Und das Dritte ist, das trifft sich mit einer Frage, die Sie angesprochen haben. Es gibt immer ein naturwüchsiges Spannungsverhältnis zwischen der Landes- und der Bezirksebene. Aber wenn das Spannungsverhältnis über das Normalmaß hinausgeht, dann kann man da mal gucken, ob man das ein bisschen verbessern kann. Und darum will ich mich bemühen. Ich will dann noch zu einigen ausgewählten Punkten was sagen. Das erste Thema, zu dem ich, glaube ich, noch ein bisschen was sagen kann, ist die Frage sozialer Wohnungsbau. Also ich denke, dass Berlin versuchen muss, bei zwei Themen voranzukommen. Das eine ist das Thema sozialer Wohnungsbau, das zweite ist aber das Thema auch preiswerter Wohnungsbau insgesamt. Und das ist nicht dasselbe und dort sind sicherlich auch noch Möglichkeiten voranzukommen und sie sind wichtig, weil die
etwa 40.000 Zuwanderer pro Jahr nach Berlin sind eigentlich eine wesentliche Zukunftsquelle für eine positive Entwicklung von Berlin. Das heißt also, erwarten Sie nicht, dass der neue Finanzsenator das als eine Bedrohung empfindet, sondern der sieht das als eine Entwicklungschance. Und diese Entwicklungschance bedeutet aber natürlich auch, dass nicht alles so weitergehen kann. Das haben wir eben bei dem Thema Flächen gehört. Das bedeutet aber auch, dass das eben eine, gerade für das, alle Themen, die mit Wohnen zusammenhängen, eine große Herausforderung darstellt. Das, der nächste Punkt, zu dem ich, denke ich, was sagen kann, ist die Frage der frei werdenden BAföG-Mittel. Das muss ich mir angucken, aber ich maße mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt, maße ich mir nicht an, zu sagen, dieser oder jener hat das richtiger oder besser gerechnet. Aber klar ist, ich verstehe auch das Interesse des Parlaments und das ist auch ein sehr legitimes Interesse, dass angesichts der Situation, in der darüber entschieden worden ist, das haben ja die Länder und damit auch das Land Berlin unter bestimmten Bedingungen bekommen, dass diese Bedingungen auch sinnvoll umgesetzt werden. Dann haben Sie noch unter mehreren Facetten das Thema Digitalisierung, E-Government-Gesetz und Ähnliches angesprochen, also die ich bin jetzt auch nicht imstande, etwas zu dem Zeitplan zu sagen, aber wenn Sie indirekt dahinter die Frage gestellt haben, ist das wichtig oder ist das unwichtig? Jawohl, das ist wichtig. Unter finanziellen Gesichtspunkten muss man immer sehen, was kann sich Berlin leisten, aber Sie können sich sicher sein, dass das zu den Prioritäten gehört. Und Leute, ich bin von Ausbildung her Physiker, also insofern erwarten Sie nicht, dass ich das nicht schätze, die Möglichkeiten, die dadurch auch die Modernisierung der Stadt hat. Es war noch angesprochen worden, wie organisiert man gesellschaftsrechtlich am besten die Wasserbetriebe. Ja, die Entscheidung ist im Wesentlichen dazu gefallen. Es gibt Vor- und Nachteile der jeweiligen Organisation. Die privatrechtliche Organisationsform ist nicht immer die bessere, hat sich aber nun in vielen Städten auch durchgesetzt. Aber um jetzt mal ein Thema für die Zukunft daraus zu machen, also ich habe das auch schon in der Pressekonferenz gesagt, bei der ich vorgestellt worden bin. Für mich kommt das nicht auf die Rechtsform an, sondern für mich kommt es darauf an, wie wir eine möglichst hohe Effizienz im Interesse der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und wenn das plausibel dargestellt werden kann, dass das eine private Rechtsform ist, dann ist es fein. Und wenn das plausibel dargestellt werden kann, dass es eine öffentliche Rechtsform ist, dann ist das auch fein. Klar ist aber auch, dass die Grundbewegung, die es in Berlin gibt, dass also Rekommunalisierung im politischen Raum ein deutlich höheres Gewicht hat als vorher, dass das eine verständliche Reaktion darauf ist, dass sich nicht immer private Rechtsformen als die besseren herausgestellt haben. Also insofern, das werden wir noch öfter miteinander diskutieren und ich kann Ihnen auf jeden Fall zusichern, dass die Frage, was jeweils die beste Rechtsform ist für die Entscheidungen, die anstehen, dass das etwas ist, was Sie mit mir gerne und ausführlich besprechen können. Wenn ich jetzt die eine oder andere Frage nicht eingegangen bin, bitte sehen Sie es mir nach. Wir sind, glaube ich, jetzt schon 13 Minuten über die Zeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und über das heutige Vorstellungsgespräch gilt, dass solange ich im Amt bin, wird es regelmäßige Gespräche mit Ihnen geben. Vielen Dank dafür. Das war ja jetzt auch eher so ein Ritt durch die Themen. Ich bedanke mich, dass Sie das versucht haben, alles ausführlich zu beantworten und dass Sie auch hergekommen sind. Die Aufzeichnungen können Sie sich dann auch gerne auf unserer Webseite angucken und nochmal nachprüfen, wie Sie rübergekommen sind. Ansonsten bleibt mir noch zu wünschen, dass Sie der Linken dann mitteilen, dass wir nicht alleine schuld sind an der Überziehung, sondern vor allen Dingen auch der Koalitionspartner. Wir machen jetzt sowieso eine kurze Pause, dann können alle mal Luft schnappen. Ich würde sagen, bis Viertel, dann ist genug Zeit. Darf ich nur kurz sagen, aber Sie dürfen, klar. Geisel gilt. Wir haben ihn schon nochmal angeschrieben, der wird sich melden bei uns, gehe ich von außen. Okay, so. Genau, haben wir geklärt. Vielen Dank und viel Spaß bei den anderen Fraktionen, würde ich sagen.